So Leute, ich mache mich gerade fertig und dann geht's auf Spechte. Auf zum Budenbrawl. Ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr alle den Weg gefunden habt. Einige haben einen ganz schön weiten Weg auf sich genommen heute. Wir haben heute zwei parallele Main-Events. Also eines Legacy. Wir spielen einen ELM-Qualifier. Genau. Und das andere ist ein Modern Championship auf der anderen Hälfte. Erwartungsgemäße bin ich ganz voll. Ein paar Leute sind hier erschienen. 64 war angesagt. Wir sind jetzt 59 und 58. Das halte ich trotzdem für eine sehr amtliche Geschichte. Dieses Event wird von unserem Verein unkommerziell organisiert. Und das ist in dieser Form auch nur möglich, weil wir viele freiwillige Helfer haben, die ihr Herzblut da reinstecken. Und deswegen möchte ich gerne von euch, dass ihr ein bisschen Lärm macht für unsere Kunden. Ja, wir halten uns kurz. Ich würde direkt einmal ganz kurz das Judge-Team vorstellen. Hier vorne haben wir den B-Team Gekai, zusammen mit Lutz Witzner. Die beiden werden sich heute um Legacy kümmern in erster Linie. Die sind sehr judge. Und dann haben wir den Marc Gerzberg und seinen Kollegen Julian Alubay. Die kümmern sich heute in erster Linie um Modern. Ja, bei den Stickern steht ja extra bei, dass wir jedes Mal nachfragen. Jedes Mal nachfragen. Doch, wann? Oder wie MTG auch machen, wir dürfen. Thank you.
Ich wünsche euch sehr viel Spaß und denke, die Runde ist damit freigegeben. Viel Spaß. Du darfst die abheben. Okay. Gut, dann. Spieler am Zug, es war ein Hammer-Spieler und der hat gegen Rhinos gespielt und im Zug des Hammer-Spielers wurde ein Violent Outburst resolved und die Frage war, ob bevor der Esper Sentinel-Träger resolved, er noch sein Colossal Hammer reinflashen kann, damit der Rhino-Spieler offensichtlich nicht die Mana-Kosten bezahlen kann, um den Esper Sentinel-Träger zu bezahlen, also mit die Karte ziehen kann. Und das habe ich gerade versucht, dem Spieler neutral zu erklären, weil er hat natürlich mich fragen wollen, dass ich ihm eine Antwort gebe, die gefährlich nahen Outside Assistant gibt. Und ich habe versucht, ihm das möglichst neutral zu erklären, wie der Game State ist, damit der Spieler anhand seiner Priorität entscheiden kann, ob er das machen will oder nicht. Ich habe on camera gestreamt, beziehungsweise wurde gestreamt, war eine Feature Material und werde auch mal schauen, dass ich das Video irgendwie bekomme, um euch das mal an irgendeinem Freitag mit hochzuladen. Dann kriegt ihr Double Gameplay, nur dass das hier dann irgendwie so ein Live-Ding ist, was sich halt hier vor Ort aufgenommen wurde, beziehungsweise gestreamt wurde. Und gegen Mono Red Prism mit Goblins, sehr, sehr spannendes Matchup, weil halt beide Decks sehr explosiv sind, aber Goblins ist slightly favored, glaube ich. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich werde weiter berichten und euch weiterhin coole Shots zeigen und vielleicht den einen oder anderen vor die Kamera holen für ein Interview. Ist dumm. 6 Mana habe ich bisher jetzt schon 2-mal bekommen von dem. Das ist wirklich gut. Gegen Buck Beans. Das Deck, was ich ja vorher schon mal in Herne gespielt habe und einfach 0-2 Drop hingelegt habe, weil ich gesagt habe, boah, ich kann das Deck nicht spielen. Und wir befinden uns in einem absoluten Desaster. Beide sind halt so auf 0 raus. Und ich topdecke gut. Er topdeckt Removal. Irgendwann topdeckt er kein Removal mehr und ich breche durch. Das war so im Endeffekt das Spiel. Deswegen war ganz cool. Mal gucken, wie es weitergeht.
So, ich habe mir den TO geholt hier. Das ist der Mosch. Du bist hier so als TO, so ein bisschen das Brain hinter dem Ganzen. Ich habe gehört, von dir kommen auch sehr viele von diesen Wall-Scrolls. Ja, ist das richtig? Alle Walls, Alter. Das ist meine Sammlung, Ich habe ein paar Videoshots gemacht. Walls, richtig großartig. Es macht das Event von einem, ich habe es gerade eben gehört, von einem Spitzen-Event zu einem Ultraspitzen-Event. Das finde ich echt, echt schön. Bist du zufrieden? Ich bin total zufrieden. Wir haben super Stimmung, nur wenig Probleme in der Organisation, aber ganz vermeiden kann man es halt nie. Ja, das ist. Aber alles gut. Wir haben super Stimmung heute und es kommt alles zusammen. Also das, was fehlt, das macht keinen Unterschied. Ja, das ist mega cool. Also ich bin auch, wenn ihr rumläuft, es sind nur happy Gesichter. Ihr macht das ja nicht zum ersten Mal, ihr macht das ja regelmäßig. Das ist das zweite Mal diese Form dieses Events. Genau. Letztes Mal haben wir es letztes Jahr im Juli gemacht. Mhm. Da war es nur Modder und jetzt haben wir noch Legacy dazugenommen. Ja, ich habe Legacy, habe ich ja die Personen dran. Also ich habe 4 Personen, die ich in Hamburg kenne und nochmal, ich glaube, 10 Personen in Hannover, die alle gesagt haben, oh, ich habe kein Ticket mehr gekriegt. Ja. Habt ihr mit so vielen Legacy-Leuten gerechnet? Also wir sind halt limitiert, ne? Die Location gibt halt einfach nicht viel mehr her. Wir haben jetzt 128 Plätze gehabt. Gemütliche Plätze. Also man könnte wahrscheinlich mehr quetschen, aber dann wird es halt null. Genau, man kann quetschen, dann müssen die Judges sich irgendwie zwischen den Tischen durchmanövrieren und so. Vielleicht würde noch was gehen. Wir haben hier noch ein paar mehr Räume in der Location. Mhm. Aber wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir nächstes Jahr noch mal ein bisschen aufbohren. Das Interesse wäre da. Hannover ist ja auch eine riesige Community in Legacy und von denen sind heute verhältnismäßig wenig da. Ich glaube nur 5 oder 6. 5, 6. Ein also, Auto, glaube ich. Wenn die kommen würden, und das so Hanseatic Open oder Legacy Keller Hannover mäßig machen würden, dann wäre die Bude super voll. Doppelt so viele Leute mindestens. ELM Qualifier ziehen. Ich sag's immer wieder, wir haben auch ich habe ja mit sehr vielen TOs schon geredet und jedes Mal sage ich euch, ELM Qualifier ziehen einfach Leute von sonst wer. Ich sehe Leute, ich habe gerade eben eingesprochen, die sehe ich auf jedem ELM Qualifier. Ich habe jetzt den auf 5 ELM Qualifier oder so gesehen, weil der einfach plötzlich ganz Deutschland fährt für diese ELM Qualifier. Ja. Das ist mega. Aber auch, wie gesagt, Modern macht ihr ja hauptsächlich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, Modern ist bei uns einfach im Verein das populärste Format, aber wir haben halt auch viele Magic-Veteranen, also das Durchschnittsalter ist schon eher ein bisschen höher so. Und da spielen halt viele auch gerne Legacy. Bärtig, weiß. Ja, genau. Also alle Vorurteile abgedeckt. Teure Sammlung aus der rauen Vergangenheit von Magic, Nicht verkauft für eine Küche, ist wichtig, weil die Leute, die hört man auch immer. Ja, so sieht's aus. Ja, nee, sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich bin super begeistert, Judges sind super happy, die Stores, ich habe auch schon mit denen geredet, alle super happy. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich hier sein darf. Und das ist großartig. Also wenn ihr mal wenn ihr noch was davon hört, ich würde euch empfehlen, da auch hinzufahren, wenn ihr einen Platz findet. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir gucken uns noch ein bisschen um. Absolut. Alles klar, dann auf geht's. Trigger, habe ich noch 9-1er dabei. 3, 8, 7, 8, 9. Du auch 11, genau. Und du hast 18. Genau.
Saarland. 4-0. Mega krass. Ich habe gegen Dennis Kampelmann gespielt. Kennt man vielleicht, ist im Norden auch relativ bekannt. Mehrere ELM-Fahrer schon Top 8 gespielt. Auch da, wo ich noch schon war, teilweise. Sehr, sehr cool. Hat Urdelber gespielt. Oder halt mit einem leichten Grünsplash. Aber ja, Game 1 war halt so sehr, sehr schnell einfach das Game rum, muss man einfach sagen, wie es ist. Und Game 2 war ein guter Start von ihm, aber am Ende des Tages hat er einfach das nicht mehr geschafft, Power auf Board zu bekommen. Und diese drei Goblins, die ich hatte, waren halt gut genug, weil sein Dragonrage Chandler muss halt jede Runde angreifen. Und meine Goblins können auch angreifen, der ist vom Leben halt runter und so gewinne ich halt das Race. Dementsprechend 4-0. Ich bin wieder on Tour. Normalerweise habe ich früher in Bottrop immer 4-0 und dann so 4-2 oder 4-1-1 gemacht. Mal gucken, wo wir heute hier landen. Ist alles in Reichweite. Dredge an Tisch 1 habe ich gesehen. Dredge an Tisch 1 hat mich sehr überrascht. Bin ich gespannt drauf. Und ich bin gespannt, was davon noch so rumläuft. So, Leute. 4-0-1. Ich habe einen 4-Color Beanstalks Control Deck gehabt, das irgendwie es geschafft hat, wirklich viel Removal zu haben. Wirklich, wirklich viel Removal. Und wir haben vorher schon ausgerechnet, mit zwei Draws funktioniert es, dass man in die Top 8 kommt. Und dann haben wir halt einen ID gemacht, also ein Intentional Draw. Wir haben gedrawt und haben dann aber gesagt, okay, wir spielen es aus. Ich habe 0-2 für Klassik. Ausspielen heißt in diesem Fall, wir haben einfach for fun gespielt. Eingetragen ist ein Draw, das heißt 4-0-1. Wenn mein Gegner in der letzten Runde jetzt auch drawen wollen würde, dann würde ich fest die Top 8 gehen, wenn ich draw, und das würde ich auch wahrscheinlich machen. Diese Karte zu erraten, wenn du sie errätst, gewinnst du sie. Eine Minute Zeit. Los geht's. Ja-Nein-Fragen. Du darfst Ja-Nein-Fragen stellen. Ist die Karte schwarz? Ja. Kostet die ein Mana? Nein. Die zwei Mana? Ja. Ist das ein Orkish Bowmaster? Nein. Wir haben bis Alex auf Bowmaster gegeben. Ja. Ist das ein Dorset Guardwalker? Nein. Ist das eine standardlegale Feature? Nein. Ist das eine modernlegale Feature? Ja. Ist das ein Dark Confident? Nein. Hat die Power Toughness, nee, hat die Power 1? Nein. Power 2? Ja. Hat die Toughness 1? Ja. Oh, hot. Das ist doch Dark Confident. 5 Sekunden. Nee, auf der Stelle komme ich nicht drauf. Ist das ein Tura? Wow. Ja, ich glaube, das ist noch drin. Das ist glaube ich drin. Das ist noch drin. Gratulation. Jawohl. Ich habe Top 8 Main Match gewonnen. Ich bin Top 4 gewonnen gegen Buck Beans.
Und ja, 4-0-2, Top 8, erster Win. Jetzt geht's weiter. Noch drei Kontrahenten mit mir in diesem gigantisch geilen Tournament. Ja, wir sind mitten im Abbau. Ich habe mal noch gecrashed. Wir haben hier noch den Hof vom Kartenladen. Ihr wart hier mit am Stand, seid ihr auch so ein bisschen mit beteiligt, richtig? Genau. Und ihr macht ja auch selber viel hier im Norden. Mhm, ihr seid ja so eine der Go-To-Stores. Wie war es für euch? Wie habt ihr das so empfunden? Wie war die Location? Wie war alles drumherum? Erzähl mal was. Ein Traum. Also die Magic-Buden leisten da echt immer Top-Arbeit. Die Location ist traumhaft. Ja. Super dekoriert. Feature-Matches, Livestream auf Twitch. Ja. Ich behaupte alles, die YouTube-Videos bei mir. Siehst du? Ich wollte gerade sagen, da geht's weiter. Ne? Und ist immer eine Freude. Yes. Und weil die halt auch so ein schönes, großes Team haben, können die halt so ein Event auf die Beine stellen. Ja, also, das ist krass. Da können tatsächlich wir uns auch eine Scheibe von abschneiden. Ja, das auf jeden Fall. Ich fand es wirklich, wirklich cool. Also ich muss auch sagen, war wirklich cool. Ihr wart relativ viel im Store. Ich habe praktisch gesehen, ihr wart dauerhaft da. War ein guter Tag. War ein guter Tag. War ein guter Tag. Genau. Das hört man auch gerne. Gerade wenn man so als Store mit dabei ist. Das stimmt. Das nächste Mal wird wieder mitgespielt? Das nächste Mal wird hoffentlich mal wieder mitgespielt. Okay, ja. Wir haben uns im Eternal Weekend getroffen, am glorreichen letzten Platz beim Side-Event. Ja. Und ja, das nächste Mal treffen wir uns weiter oben. Ich hoffe, das finde ich gut. Perfekt, dann danke dir, genau, ne? Bis gleich. Ich sagen, ich bin jetzt im Airbnb. Ich bin platt, ich bin tot, fertig. War ein Mega-Event. Ich habe den zweiten Platz gemacht. Ich habe im Finale gegen den lieben Sebastian verloren. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Super, super lieber Mensch. Und ich bin einfach nur fertig. Das Event war Hammer. Es hat mega Spaß gemacht. Es waren super coole Leute da. Die Leute vom Buden Brawl sind so, so coole Menschen. Oh mein Gott, Grüße gehen raus an euch. Ihr habt das so krass geil organisiert. Die beiden Stores, die vor Ort waren, also sowohl Zauberlandspiele wie auch natürlich Kartenladen Hamburg. Mega, war wirklich cool vor Ort, die Leute damit zu haben. Coverage war cool. Ihr kriegt auch noch, ich hoffe, ich weiß nicht, ob es vorher kommt oder später, werdet ihr die Live-Coverage an Freitagen einfach mal hochgeladen bekommen. Es sind, glaube ich, 3 Videos oder so. Oder 2. Ich weiß es noch nicht. Ich werde sehen, wie viel ich bekomme. Vielleicht auch nur 1. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Zusammenschnitt aus den Best-ofs. Ich weiß es noch nicht. Das werdet ihr sehen. Legacy Gameplay habe ich ja noch nicht genug am Channel. Dementsprechend war mega, mega cool. Morgen geht's dann zurück nach Siegen. Hier aus dem wunderschönen Hamburg. Und damit endet meine Norddeutschland-Reise. Letzte Woche habt ihr ja gesehen, wir waren in Lübeck. Diese Woche Harburg, / Hamburg mit einem mega geilen Event. Oh mein Gott, es war wirklich, also ihr habt die Eindrücke ja gesehen, es war wunderschön, die Leute hatten alle Bock, es war so schön organisiert, das habe ich lange nicht erlebt, dass so ein schön organisiertes Event ist. Ich würde vorschlagen, dass man das nächste Mal vielleicht das Side-Event Modern sein lässt und dann lieber irgendwie nochmal 20, 30 Plätze mehr Legacy macht, gerade beim ELM-Qualifier. Ohne ELM-Qualifier macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn. Aber ja, das war geil. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wenn wir nochmal sowas machen, vielleicht nochmal. Und bevor ich jetzt komplett abmoderiere, einen vielen, vielen großen Dank an meine Patreons. Es sind ein paar Leute auf mich zugekommen. Ein paar Patreons waren tatsächlich auch vor Ort. Haben Hallo gesagt, haben mich begrüßt, haben mit mir gequatscht. Das war super, super cool. Und auch sonst ein paar Leute haben mich angesprochen. Es war ja eher so ein Constructed Event. Da sind die Leute immer ein bisschen zurückhaltender mit Unterschriften und Ähnlichem. Ich glaube, ich habe eine Unterschrift gegeben oder so. Das war's. Aber ja, ansonsten mehr, wenn ihr da irgendwie
Aber ansonsten, wenn ihr mich da irgendwo unterstützen wollt, ich habe Patreon. Ihr könnt gerne meinem Patreon joinen, mich monetär unterstützen. Abgesehen jetzt von Daumen nach oben, liken, ach, das ist dasselbe, Glocke anmachen, was gibt's noch? Ja, abonnieren, auf WhatsApp teilen, keine Ahnung mit wem, in euren coolen Magic-Gruppen oder sonst was. Oder wie gesagt, mich monetär unterstützen. Ich glaube, ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen und schaut mal rein, ob da vielleicht irgendwas ist. Ab einem gewissen Betrag bekommt ihr dann auch von mir Patreon-Sendungen, wo dann kleine unterschriebene Karten dabei sind und so weiter und so fort. Dementsprechend schaut da mal rein. So oder so, ich gehe jetzt ins Bett und ihr könnt euch andere Videos von mir anschauen. Ist noch für euch noch früh am Tag, wenn das Video online kommt, je nachdem, wann ihr das schaut. Ich habe noch genug andere Videos. Wie gesagt, letzte Woche Lübeck, Blackie Talks habe ich auch online und ja, ansonsten Gameplay-Videos, Deck-Tags. Ich habe übrigens das Goblin-Deck gespielt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt gesagt habe, überhaupt in diesem Event. Und man hat es, glaube ich, in den Shots gesehen. Ich habe das Goblin-Deck gespielt. Das Goblin-Deck-Tag habe ich natürlich auch schon hochgeladen. Von dem, was ich gespielt habe, mit leichten Änderungen im Sideboard. Und ja, dementsprechend habt ihr das auch schon. Das kann ich euch nicht nachliefern. Dementsprechend verabschiede ich mich und freue mich mega über meinen zweiten Platz beim ELM Qualifier, beim Bodenbrawl in Legacy 2024 Open.